Willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Conviction Part 2 für heute. Und damit auch der letzte Part für heute. So, ich muss mir merken, ungefähr um 1.10 Uhr. 1.09 Uhr, um 1.09 Uhr muss ich ausmachen, okay. Das heißt, um 1.09 Uhr wäre es ganz günstig, einem Checkpoint gleich zu kommen. Einem Checkpoint zu begegnen, das wäre sehr toll. Me is killing you all. Hey, nicht tun, das ist nicht nett, nicht mich töten. Also das ist ja gar nicht der, oder? Ist das der? Da bist du ja. Oh, nee, ist nicht der. Jetzt bist du erledigt. Nee, das glaube ich aber nicht. Guck mal, Licht geht aus. Wie soll denn da erledigt sein? Du bist erledigt, würde ich mal eher behaupten. Ich meine, die Behauptung ist sogar richtig, das ist unglaublich. So. Da geht immer das Licht an, wenn man da reingeht. Da ist so ein Bewegungssensor-Dingen. Wenn man da hingeht, dann geht Licht an. Das finde ich nicht so toll. Das ist nicht so gut für ein Splinter Cell. Ich meine, wir sind ja kein offizieller Splinter Cell mehr, aber trotzdem. So, das ist immer ein guter Weg, in Räume einzudringen. War ich hier nicht schon mal? Ne, da war da drunter, ne? Ja, wäre nicht so klug, jetzt runterzufallen. Das wäre in der Tat unklug. So. Wusste, dass du auftauchen würdest. Schlecht? Ha! Und! Offnet! Mias, offnet, U! Offnet, U, vor allem. Schade, dass das Panzerglas-Dingen ist. Kugelsichert Glas, kugelsichere Weste, kugelsichert Glas. Passt doch. Denn sonst könnte ich die Typen töten. Hast du gehört? Die Typen töten. Er muss irgendwo da drüben sein. Ja, das ist natürlich eine äußerst logische Feststellung. Das ist ja schließlich Panzerglas und da hoch kann man nicht. Das sieht man ja. Warum? Das ist natürlich sehr klug da, wo ihr hinguckt. Leute, ich würde mal ein bisschen Hören anstrengen. Wie kann ich denn von da kommen, wenn ich hier einen getötet habe? Kommt. So intelligent sollte man schon sein. Mindestens so intelligent. Wer weniger intelligent ist, ist nicht so toll. Gemeinsam vorstoßen! Vorwärts! Nee, nichts gemeinsam vorstoßen. Ich fände es besser, wenn ihr alleine vorstoßen würdet. Und er hat mich nicht gesehen, der Trottel. Wir müssen ihn finden und aufhalten. Den Abschnitt durchsuchen. Oh oh. Haha. Ich glaube, du bist tot. Mehr hast du nicht drauf? Ich habe schon mehr drauf, aber ich soll es dir zeigen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du das sehen willst, was ich drauf habe. Du bist erledigt, Arschloch. Ich komme. Ach, scheiß automatisches Zielen. Das hat mich jetzt verwirrt. Aber egal. Der ist auch zu blöd, um zu schießen, ne? Waren das alle? Also Sam Fisher sagt nicht, das waren alle. Also sind es wahrscheinlich nicht alle, obwohl es wohl alle sind. Was? Egal. So, ich muss hier hin. Na, eigentlich nicht, aber... Ja, doch, muss ich. Den Weg kenne ich noch. Da müssen wir nämlich hier hin. Und dann müssen wir da runter. Ach, hör doch mal auf. Was soll das denn? Das nervt. Hm, wenn er dann... Koop-Modus passiert, dann ist das nicht so gut. Ich kann Robertsons System von hier aus sehen. Schieß los, Grim. Okay. Sorg dafür, dass der Raum für ungebetene Gäste etwas an Charme verliert. Kann sein, dass du eine Zeit lang am System bleiben musst. Und ich will nicht, dass dich jemand stört. Minen mit Fernzünder dürften dafür das Richtige sein. Wenn ich welche hätte. Moment, ich hab welche. Fallen lassen. Ist das eine gute Idee? Ja, gut, geht. Ferngezündete Mine. Wo platzieren wir die? Natürlich an den Türen. Kann ich jetzt... Ja, okay. Ich platziere einfach überall welche. Und hier kommen auch welche aus dem Aufzug. So. Hier ist Sam. Hab gerade Robertsons System vor mir. Perfekt. Öffnest du mir eine Hintertür? Wie in alten Zeiten. Hast vollen Zugriff darauf und auf die Anschlüsse. Danke. Ich mache mich daran, alles herunterzuziehen, was er hat. Enthält sämtliche EMP-Daten. Gut, ein paar meiner Jungs sind ganz wild drauf, sie zu sehen. Okay, Sam. Die Verbindung steht. Die Daten fließen. Ich bin hier also fertig? Nicht ganz. Du musst Babysitter spielen. Wenn die Verbindung abbricht, kann ich von hier aus keine neue... Ja, das ist logisch. Verstehe.
Dann darf also niemand auf diese Kiste zugreifen. So wie es aussieht, könnte man damit sämtliche Verbindungen kappen. Dann wäre ich draußen und wir zwei hätten Pech gehabt. So, genug geplaudert. Ich bekomme Gesellschaft. Ja, das weiß er ja natürlich auch. Er hat praktisch einen Spider-Sinn. Oder wie man das nennt. Ja, leck mich. Verbindung unterbrochen. Das nervt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob meine Verbindung wirklich unterbrochen wird. Aber ich glaube eher, es ist ein Bug. Komm, zeig mir, was du drauf hast. Ja, gut. Da habe ich kein Problem mit. Aber jetzt sind alle... Ja, das ist natürlich toll. Jetzt sind alle Minen gezündet. Das war jetzt auch voll nicht verschwendet. Sind bei 20%. Schon. Das ist auch Easy Mode hier irgendwie. Wo, da? Ja, ich würde mal zielen lernen, ne? Das ist nicht so toll, wenn man mich nicht trifft. Also für euch, für mich ist das geil. Bei 40%. 40% schon. Umgebung genau im Auge behalten. Legen wir los. Damit habe ich jetzt kein Problem. Verdammt. Wenn ich dafür sorge, dass die mich nicht sehen, obwohl, ne, ich lasse. Lass es doch mal sein, Scheißspiel! Sicher? Naja, das war jetzt mal ohnend. Ohnend vor allem. Kann ich hier rausklettern? Nein, schade. Sonst hätte ich den Schilddingen machen können. Damit so ein Schild. Obwohl, kann ich ja sowieso. Hä, hey, fail. Kann ich eh. Ohnend. Alter, wie ich ohne. Ja gut, das ist auch irgendwie eine billige Taktik. Ich sollte mal mehr Nahkampf machen. Stehen bei 60%. 60% schon. Oha, jetzt kommen sie von allen Seiten, oder was? Ne, da kommen zwei, hier kommt einer, oder wie? Na, das Gute ist, wenn die hier Granaten werfen, ist das nicht sehr viel bringend. Das ist toll. Das heißt, ich bin praktisch hier, hab hier eine schutzsichere Weste gegen Granaten. 80%. Cool, 80. Ich könnte mal wieder was Neues machen. Ha! Das tat bestimmt weh. Ja, nix. Nix da kaputt machen. Finde ich nicht gut. Irgendwie ist das die billigste Taktik ever, aber... Immerhin bin ich so sicher. Ich meine, Leute, was soll man erwarten? Ich bin halt ein Maniac, Chris. Ich mache alles so sicher, wie es geht. Jetzt langsam müsste das fertig sein, oder nicht? Hier ist alles okay. Hier nicht. Irgendjemand verfolgt meinen Download. Ich bekomme ihn nicht abgeschüttelt. Wenn die zu mir durchkommen, fliegen meine und Sarahs Tarnung auf. Wo kommt das Signal her? Sieht nach Whitebox aus. Vermutlich Erdgeschoss. Die Blaupausen zeigen einen Raum. Vielleicht ein Testlabor. Ich bin da gewesen. Sie lagern dort ihr EMP-Testsystem. Kann sein, dass du es aktivieren musst. Tu alles, was nötig ist, Sam. Okay. Das ist natürlich jetzt der einfachste Job ever. Fallen lassen. Bin ich richtig? Ich muss noch weiter runter. Okay. Noch weiter runter könnte nicht so gut für meine Gesundheit sein. Ah, nee, da drüben. Nee, nicht gehen. Gehen ist schlecht. Hier ist ein Rohr. Rohre sind toll. Ich weiß nicht, wie lange die Cutscene dauert. Also kann sein, dass ich überziehen muss. Das wäre schlecht. Denn... Vic, bin in Whitebox und brauche ein wenig... Gibt es viele... Katzen. Hoffe, es lohnt sich. Und ob. Ich muss ein EMP-Gerät aktivieren, um ein Ortungssignal zu unterbrechen. Ist die Abschirmung von Whitebox dicht? So dicht wie ich nach einer Weihnachtsfeier. Jedes technische Gerät darin würde geröstet. Der Kram draußen? Kein Problem. Kannst dich also entspannen. Danke, Vic. Gut, also... Wir sollten hier raus. Bewegung, Bewegung, los! Kommt los, dich auf die Idee abzuhauen! Komm, zeig mir, was du drauf hast. Nö. Warum? Warum sollte ich das tun? Vieh, aber nicht gut. Hältst du das für witzig, Arschloch? Also ich finde das sehr witzig, ja. Er ist da drüben. Hallo, lass das doch mal sein hier. Finde ich nicht gut. Werfen die hier Granaten auf mich oder was? Hört sich so an. Oder ist er jemand? Hab ihn. Er ist auf was?
Was ist jetzt passiert? Jetzt hat mich die Luft wieder angegriffen, auch wie ich die Luft hasse. Die Luft ist so unfair. So, neuer Versuch. Hier habe ich wirklich viele gebraucht, glaube ich. Da kann ich mich dran erinnern an diese Szene. Die war nicht so toll. Ja gut, also das ist keine so gute Idee, aber okay. Hallo, woher soll ich wissen, dass da auf einmal Gegner spawnen und dass da auf einmal Licht angeht? Das ist so unfair. Aber gut. Ist halt Ubisoft. Also Ubisoft hat's mit Steuerung echt nicht. Steuerung und Ubisoft sind beides so verschiedene Dinge. Passt überhaupt nicht zusammen. Ich fand's ehrlich gesagt ganz gut, wenn ich hier rausgehen sehen würde, bevor ihr mich überhaupt sehen würdet. Das war gut. Runter. Kann ich hier so hoch? Ja, kann ich. Bitte guckt jetzt nicht nach hinten, das wäre ganz toll. Dann seid ihr nämlich mehr oder weniger tot. Okay, ich würde da leicht weggehen irgendwie. Sonst ist es schlecht, ne? Also für euch. Also ich finde das jetzt nicht so gut für euch. Ja, und jetzt muss ich wieder steuern. Ach, die MP war ja gar nicht stark genug, um die zu töten. Ja, was? Es hat zwar niemand geschossen, aber okay. Luft. Also ich habe kein Projektil gesehen. Habt ihr eins gesehen? Also ich nicht. Jetzt muss ich wieder da runter. Wo sind die Gegner? Na, oh, und die sind tot. Im Speicherpunkt sind sie wohl tot. Oh. Das ist nicht gut. Leck mich. Ist da jemand? Glaub, ich bin hier fertig, Grim. Vielleicht suche ich jetzt mal diesen Galliard, von dem jeder spricht. Lucius Galliard? Kennst du ihn? Nicht direkt, aber ich melde mich deswegen später noch. Lass ihn vorerst in Ruhe. Ich setze so lange einen Spezialisten auf Robertsons Daten an. Ah, ich hau ab. Das schaff ich. Ich schaff das, ohne dass die mich töten. Das schaff ich bestimmt. So, 1-7. Das heißt, das war's. Sam es geschafft hat, zum Lincoln Memorial zu kommen? Ganz einfach. Der Secret Service hat ihn auf Befehl der Präsidentin dorthin gebracht. Warum? Das wiederum ist etwas komplizierter. Der Name Lucius Galliard weckte Grimms Neugierde. Sie wusste, dass er ein Geschäftsmann war, mit dem Reed zusammenarbeitete. Worum es bei dieser Zusammenarbeit ging, wusste sie nicht. Reed hielt sich in dieser Hinsicht sehr bedeckt. Das machte sie sauer. Sie hatte erfahren, dass Reed und Galliard sich beim Lincoln Memorial treffen würden. Und zwar kurz nach irgendeiner bescheuerten Rede, die der Vizepräsident dort halten wollte. Galliards Leute waren dabei für die Logistik zuständig. Deshalb war er vor Ort. Grim informierte die Präsidentin darüber und der gefiel die Sache nicht. Sie wollte wissen, worum es in dem Gespräch ging. Das bedeutete, dass Sam es vor Ort abhören müsste. Im Zweifel auch mehr. Okay, das war's für diese Folge. Let's play Splinter Cell Conviction. Die Mission ist einfach und nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal.